Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder hier zurück zum ITS 2 im Multiplayer Special Woche. Erstmal mit meiner kaputten Stimme, das möge ich bitte zu verzeihen, ich bin ein bisschen kränklich. Und den Klicki natürlich, hallo. Hallo. Ja, wir haben gedacht, weil es jetzt neu ist und trendy ist und weil es sowieso jeder macht, wir fahren Autos mit Wohnanhänger. Sprich, wir sind Holländer mit einem Skoda mit Zwickauer Kennzeichen. Und wo geht's der Arzt hin, lieber Klicki? Leech? Hab ich Leech gesagt? Ich glaube Leech. Ja, glaube Leech gesagt. So, bin seit Ewigkeit nicht mehr Auto gefahren. Dann noch Automatik. Das wird mit den Bremsen ganz lustig. Wann? Was? Ja, ja. Lenkrad ist aktuell wieder am Schlüssel. Auch halbwegs befestigt. Klicki hat mir den Tipp mit Panzertape gegeben. Naja. Alles klar. Man merkt mal, dass er Durchspieler. Nee, ich hab nur gebremst. Ja. Ja, warum nicht? Wir haben wohl das Kennzeichen. Hinten dran am Dings, oder? Ja. Das ist richtig. Wie schön ich die Kurve genommen hab. Absolut. Ein Traum. Das ist der Durchspieler. Wollen wir erstmal tanken? Das ist schwer wie sehr. Ich weiß gar nicht, was abschneiden danke. Na gut, ich hab die Karre voll, ne? Ich hab's ja auch schnell gekauft. Ja, ich halt nicht. Naja, dann fahren wir halt erstmal danken. War sonst noch Freizeit nur mit den PKWs fahren. Ich bin doch in Ordnungsaufsicht. Achso, Weil jetzt müssen wir zu den LKWs fahren oder ne? Doch, trotzdem zu den LKWs fahren. So, wie lange brauchen wir jetzt hier? Ach, Eingeschlafen? Scheinbar. Jetzt geht es. Aufgewacht. Sonne lacht. Und eingerammelt. Ups. Die Bremsung, aber. Ach. Das ist doch Wahnsinn, wie die Karre. Alter. 181 Liter getankt, alles klar. Okay. Will ich sehen, wo rein. In Wohnwagen gleich. Schauen wir. Extra Tanks hinten mit drin. Ja, ja. Beschleunigt der auch mal? Ja. Was machst du jetzt links oder blinkst du permanent links? Ich? Nee, der LKW. Nee, der hat vergessen, die Gas zu schalten, muss ich sagen. Nee, er zieht schon rüber. Boah, da leckt was rum hier. Voll Idiot. Komm mal lieber dahin noch weiter. Wir dürfen eigentlich nur, weiß ich, wie viel wir das mit dem Wohnanhänger fahren. 80 Maximum 100? Bin mir gar nicht so sicher, ne? Weil die Karre wird ja trotzdem seine 300, wenn du willst. Ja, ja. Ja, normalerweise, also mit kleinen Anhängern darfst du glaube ich 120 bei uns fahren und mit großen Anhängern dann halt auch nur so 80 oder 100 waren die meisten, glaube ich, dann. Wohnanhänger fahren eigentlich immer so 100. Sind Sie mit abgebogen da, Leech? Ja, ja, ich bin hinter Ihnen. Achso. Ich bin hinter Ihnen. Jetzt haben Sie den Diesel oder den Benziner gekauft? Den zweiten Motor. 160 PS und so. Irgendwie sowas. Schlippes Benziner, oder? Schlippe. Der Diesel klang, glaube ich, scheiße. Boah, da leckte was. Ach du Scheiße. Oh, siehst du, und jetzt kriege ich Besuch. Das habe ich fast geahnt. Besuch ist immer schön, gerade wenn sie im Wohnwagen haben. Ja, aber das ist jetzt halt Mist. Wir können ja jetzt hier nicht stehen bleiben, weil sonst haut es mir das. Sonst haut es da halt auch mich als schon im Spiel raus, ne? Ja, das ist richtig. Aber wir haben aber erst angefangen. Das ist auch wiederum richtig. Vier ja. Minuten haben wir. Vier Minuten haben wir bis jetzt. Ja, ja. Die Aufnahme geht erst vier Minuten. Ja, vorne kommt ein Parkplatz. Können wir da mal einen kleinen Cut machen? Dann müssen wir halt mal einen kleinen Cut machen. Boah, ey, da vorne leckt wie so. Ich seh's.
Fühle mich auch schon wie bei der Rallye. Bei der Rallye? Ja, ja. Ist so wie wir hier Kurven fahren müssen. Ja, da kommt der Parkplatz. Ja, das ist erstmal noch nicht immer 4 Minuten, müssen wir schon wieder einen Cut machen. Das ist für Glicky zu anstrengend, wenn wir ihn machen. Erstens das und zweitens gibt es erstmal holländische Wiese. Ja, ja, genau. Wieder. Bis gleich noch ein Cut. Bis gleich. So, wir kommen zurück nach dem Cut. Scheiße, du musst vor. Warum? Ja, weil ich muss ihn ja hinterher fahren, ich habe ja einen anderen Weg. Mhm. Ja. Ich hab das trotzdem jetzt mit den Vorlachen nicht verstanden. Ist auch egal. Lass ihn noch in Ruhe. In Ruhe? Ja, ja. Dann hab ich denn schon mal Ruhe. Am Wochenende. Ja, ja, nicht. Während sie schlafen. Muss noch, ja, nicht da, ha. Lass mal kurz Ruhe. Bis ich anfange zu schnarchen. Und rechts überholt. Sau, Drecksau. Ach. Ich bin von dir, Junge. Ich hab grad Pollen geraucht. Naja. Bei mir verschwimmen die Straßen zu einer Riesenspur. Oh, ist das schön, diese bunten Farben. Oh, ist das bei so schnell wird die gar nicht mehr, ne? Der hört so auf 108 schon der auf. Bei mir ist 150 Schluss. Ach so, dann haben sie das so an die LKWs mit dem Bild dran gemacht. Weil normalerweise ballerst du ja solo. Ja, vielleicht ist es aber auch so ein bisschen abhängig, dass er halt jetzt auch Gewicht dran hat, ne? Das kann auch sein, ne? Da eine Tonne steht da drin. Hä? Und dann zieht er nicht mehr so viel. Also ich vergleiche mit einem LKW, der hat 200, 300 PS mehr, kann aber schon ein bisschen mehr ziehen, ist halt anders ausgelegt. Ja, so richtig. Also tanken waren sie jetzt, oder? Ja. Oh, jetzt hat's mehr. 150, nicht mal Berg runter geht er schneller. Na ja. Abgeriegelt. Ja, ja. Ich lass mal noch auf die Uno irgendwie oder ja, im Menü erstmal die Abriegelung rausnehmen. Das war einer von Dings, oder? Von Dings? Nee, doch nicht. Von Sinnlos? Ich dachte, das war ja noch von, weil hier Farbe und so von. Ach so, ja. Ja, von Sinnlos, ne? Ja. Cool. Ja. Aber jetzt ja mit der Grundwagen an Urlaub unterwegs sind. Ja, mit 150. Ein Urlaubslied zu singen. Was, von den blauen Bergen kommen wir? Zum Beispiel. Und 1, 2, 3. Ja, mehr kenne ich nicht. Ja, ja. Kenn den Text leider nicht. So Strandlied. Ey, was ist denn ein Strandlied? Wenn du am Strand bist, fängst du an mit singen oder was? Wenn ich. Auch nicht am Strand. Was ist denn da von Nena oder was hier? Ich baue dir ein Schloss aus Sand. Ja. Wenn, dann baue ich dir ein Schloss aus Schweinskopfsülze. Was ist Wahnsinn. Das kenne ich. Boah, Hauptsache die Buden haben eine Funke drin. Sehe ich jetzt erstmal. Ja, ja. Das ist so ein richtiges polnisches Fahrzeug, Alter. Die fahren auch mit ihren Buden draußen rum, wenn sie in Deutschland reinfahren. Total. Also die Autos sehen aus wie Sau. Ja. Aber eine 2-Meter Antenne oben drauf. Das sich wahrscheinlich mit ihren LKW-Fahrer-Kollegen unterhalten können. Das sah jetzt richtig gut aus. Das ist. Ja, ich habe auch die Reifen nochmal aufgehoben, die alten das aus. Ja, ja. Und ja, das. Das ist mit ihren Antennen, das sieht aus. Das ist ja kein Deutscher, der sowas hat, weil eigentlich Funkgerät, das ist. Auch kein Mensch mehr. Ja, brauchst du jetzt beim Autofahren noch nicht. Oh ne, da hing nur. Ja, ich fahr lieber dran vorbei. Oh, ich muss ja vorne rechts, ich muss ja vorne rechts. Bleibst du hinter dem? Nö. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das ist ja ganz gefährlich, ne? Was du da manchmal vor Unfälle siehst, wie die hier mit den Wohnanhängern, die machen dann so ein Eigenleben. Und wenn du versuchst zurückzulenken, gibt es dann meistens Riesenprobleme. Weil das Zeug so sich aufschaukelt, dass das Auto einfach mitreißen. Ja, aber was kann man denn singen, so zum Beispiel so. Ich bin immer noch unter den LKW, ne, weil wir jetzt hier so ein bisschen in der Stadt drin sind. Ja, ja. Ich bin ja gleich da hier. Das ist ja schon eine Abladestelle. Ach so. Kannst du hier gleich reinfahren, weil vorne. Ach ne, vorne bist du schon dann vorbei, ne? Nein, also einfach. Links jetzt, oder was? Ja. Ja, der hat ja zwei Einfahrten, weißt du? Oder dieses ITC oder wie die heißen. ECC, die haben doch vorne und hinten einfach. Also, ob der einschlagen kann. Musst du mal. Stell dich mal hin, schlag mal voll ein und gib mal Gas.
Und... Ah ja, hier. Och, das Rückgrat vorne ist ja... Ja, ja, sieht, ist richtig gut, ne? Ja gut, ist eine Gewöhnungssache, ne, aber... Boah, ich kämpf auch mal Gas. Vorwärts, selbst gefahren. Oh, vorne noch in den Schrein, ich nicht. Ja. Abseiteln, bitte. Diese Geld eigentlich? Gibt's überhaupt Geld? Oh, toller Rabel, was hab ich schon gemacht? 10,3% Schaden? Respekt. Okay, ich weiß nicht wo und wie und warum. Das Schlimme, du bist jemand der Leitplanke im Bild eingeschabbert. Ach, erzähl's noch den Leuten noch. Ja, ich hab einen Wohnwagen von Leech nach Leech. Sehr schön. Ich hab noch was nach Riesa, vor allen Dingen. Nach Reims. Riesa. Ach, so. Den müsste ich in 50 Kilometern abholen, ne, das mach ich nicht. Alles klar, also let it go. Sind sie dran? Ja, ja, verlenkt. Bist du jetzt noch in der Firma? Ja, ich bin halt zur anderen Seite jetzt raus. So, bin da. So. Kommst du jetzt schneller oder bist du jetzt auch bei 100 Pro? Bei 150 nee, Schatten? Haben alles abgeriegelt. Wow. Das war immer das Lustigste mit 200 über der Autobahn. Naja. Und dann 250. Du hattest die Kontrolle, du müsstest halt nur wirklich extrem langsam lenken. Ja, und wenn aber eine Kurve kam. Naja. Dann kamen sie. Dann kamen sie, das ist richtig. Den hast du aber schön abgedrängt. Wieso? Ich war links. Ja, und ich wollte rechts. Oh, jetzt kommt auch noch rechts. Jetzt sieht der Bahn gewonnen, hast du gesehen? Nee, ich bin schon, ich denke mal, ich zu weit vorne. Ich denke eigentlich fast am Rübs. Also. Jetzt hättest du den Spiegel eigentlich sehen müssen, wie da plötzlich hektisch hin und her. Du bist links und hast aber mit deinem Unanhänger ein bisschen leicht so Fahrerhaus. So. Also. So, na da, weil er war dann schon fast mittig. Von den zwei Spuren. Ich bin rechts dran vorbei, in dem Moment zieht er nach rechts und dann zieht er nach links, weil das Auto kam. Da kommen wir leicht ins Vorsicht bremsen. Bremsen. Mustafa vor uns. Der Grei. Schön falsch geschrieben. Da hab ich doch keinen schon noch nie gelesen. Also so wie man es spricht, würde ich sagen. Okay, ja. Das ist eigentlich der Kursename von Mustafa. Keine Ahnung. Musti? Scheinbar. Musti! Ja. Okay. Was sieht's denn überhaupt dank dir nicht aus? Oder frisst er auch ganz schön. Ja. Christi oder Pfaffer? Pfaffer. Pfaffer. Ja, wie viele Kilometer haben wir denn? Ich hab die durchgejagt. Mhm. 100 Kilometer sind sie noch. Ist ja jetzt eigentlich nur noch großenteils Autobahn. Mhm. Ja, so gut. Ja, aber trotzdem, die Lenkung von den Autos ist ein bisschen, naja. Ähnlich. So eine Sache, ne? Ja, also ich sag mal so, es ist minimal besser als wie bei Demolition Build. Ja, das, ja. Aber nur minimal. Oh. Bremsen.
Hab keine Ahnung, so driften mit dem Wohnwagen. Stimmt nicht so, gell? So. Wissen wir, wo wir überhaupt hinfahren? Reims? Nee, in Steinbruch vor Reims. So. Nee. Ja. Das ist für die Mitarbeiter halt, weil der Containerschrott ist, haben sie doch gesagt. Ja, so, ja, das machst du gut. Alles in Ordnung. Auflieger-Schaden bekommen. Ja. Auch immer. Aber wir können ja gleich mal danken. Oder am Ende auch noch tolerabel wie bei mir. Mal gucken, hier gibt es sogar zwei. Wahnsinn. Und ich bin vorbeigefahren. Ja, ich auch. Dämlich. Nö, 1% hat er mir reingedrückt. 190, oder? Ups, immer noch Rückwärtsgang drin. Rene, ist das mittlere Ding, kannst du ja auch so umschalten, ne? Das sieht so aus, als hätten sie es einfach, glaube ich, nur vom Scania übernommen, oder? Ja, das ist 1:1 aus dem LKW. Ja, ne? Balli Bremse, 0 Bar Druck. Nee. Angeblich kommst du 1500 Kilometer. Ja. Du hast 350 über Antwort, genau. Rechts ran. Boah, mit Handbremse kommst du viel geiler um die Kurven. Ja, darfst aber nicht die Kontrolle drüber verlieren. Würde ich nie machen. Nee. Das seh ich. Boah, es sind aber ein paar Strecken hier. Was denn? Ich bin gerade leicht an die Leitplanke abgerastet, also. Boah, es wird erdig. Ja, so. Wow. Da steht bei mir noch einer. Was? Ich glaube, ich kann hier gleich einladen. Das wäre natürlich praktisch. Wo ist denn? Das geht mit zu Reims. Oh ja. Ach, gut. In Polen. 1200 Kilometer. Ist der Auftrag. Ansonsten müsste ich wieder zurück in die Stadt dort, die ja einiges entfernt ist. Guck du nach erstmal. Erstmal guck ich mir das an, wie sie einparken. Genau, so wird's gemacht. Ja, der noch behinderter wie die Kiesanhänger. Ja, du musst die sehr oft rollen lassen. Dann, wenn du merkst, ah, jetzt reagiert er, dann leicht nur gegen den mit Lenkrad. Das ist stimmt richtig einfach. Mit der Tastatur kannst du immer noch voll einschlagen. Sonntag, so schönes Caption. Alles klar. Boah. So verkeilt, da kommt der Holländer nie wieder raus. Ich muss gleich mal her. So. Jetzt. Band abgegangen. Ja. Da ist aber ganz schön da rumgewirkt. Rumgewirkt vor allen Dingen.
Warten Sie. Alter, schrubb das Ding gleich mit weg. Jetzt lass noch mal hier draußen. Scheiß Anhänger hier. Ey, warum jetzt so? Rutscht doch gar nicht. Ey, wir sind nämlich eigentlich immer noch in der Folge drüber, ja. Immer diese Überlänge. Ach so. Ja, ja. So, warte jetzt aber. Ja, rum. Zumal er ja nicht hinten auf den scheiß Dings bleibt, sondern immer vorne ans Auto will. Von der Kamera, ja. Aber was hast du jetzt, Innenansicht? Nee. Nee, Außenansicht. Er versucht aber trotzdem immer aufs Heck vom Auto zu kommen. Er versucht die Kamera, die von oben drauf guckt. Ja, das wäre das eh fast, das ist richtig. Das ist die geht am einfachsten. Meine Freunde, wir sind fertig für den Part. Das Einparken kriegen wir, denke ich mal, schon noch hin. Däumchen da lassen, allerdings nicht vergessen, weil sonst sitzen wir jetzt hier noch weitere 10,5 Minuten da und ich schmeiße das LS-Lenkrad dann raus dem Balkon und die Nachbarn beschweren sich dann, weil ich Zeug aus dem Fenster schmeiße. Haben Sie gegossen? Nee, es war Lenkrad. Ja, ja. So, so ungefähr. Jetzt, ne, war gerade noch ein bisschen Gas gegeben, oder? Ne? Ja, ne. Jetzt abkurbeln, tschüss. Tschüss.